Käfer heraus. Aber Moment mal, ist das wirklich ein Käfer? Oh nee. Es ist eine Vogelspinne, genau. Eine ziemlich große Vogelspinne sogar. Es gibt zwar noch eine Sorte, die größer wird, wie ein Essteller, aber so ein Frühstücksteller, große, die macht das auch, ja? Vogelspinnen haben richtiges Fell, schaut nur her. Fast so ein bisschen wie eine Maus. Vogelspinnen fressen keine Vögel. Vogelspinnen können auch nicht fliegen. Vogelspinnen gehören zu den Insekten und essen selbst auch sehr gerne Insekten. Vogelspinnen haben Gift. Das Gift brauchen sie auch, um die Nahrung, die sie fressen wollen, Feuer, zu töten. Aber macht das nicht jedes Tier? Der Wolf beißt dem Reh in die Kehle und erst wenn das Reh tot ist, beginnt er das Reh aufzuessen. Der Löwe beißt der Gazelle das Genick durch und erst wenn die Gazelle tot ist, beginnt er die Gazelle aufzuessen. Aber auch wir Menschen machen das. Oder habt ihr schon mal einen Bräuler auf dem Tisch gehabt, der noch mit den Flügeln gezappelt hat? Oder ein Schweinesteak, was noch gemacht hat? Seht ihr, auch wir töten unsere Nahrung, nur dass wir sie kochen und braten, bevor wir sie essen. Das macht die Vogelspinne nicht. Vogelspinnen können sich sehr gut verteidigen. Und zwar mit ihrem Popo. Wenn sich ein Angreifer nähert, dreht die Vogelspinne sich um. Sie dreht dem Angreifer den Popo entgegen, denn hier hinten wachsen Brennhaare. Und wenn der Angreifer dann noch einen Zentimeter näher kommt, dann wirft ihm die Vogelspinne die Brennhaare entgegen. Und wenn man die in die Augen, in die Nase oder in den Mund bekommt, Leute, das brennt fürchterlich. Das wissen die anderen Tiere, also halten sie immer Abstand vor dieser Vogelspinne. Und auch ihr dürft nicht alles, was ihr im Wald seht, gleich anfassen. Aber beobachten, das ist nämlich interessant. So wie diese Vogelspinne. Im Übrigen wird sehr oft gefragt, ob die Vogelspinne so dolles Gift hat, dass der Mensch stirbt. Also ganz ehrlich gesagt, mich hat noch keine gebissen, solange wie ich mit solchen Tieren umgehe. Aber ich weiß eines, wenn euch eine Wespe sticht, das ist viel schlimmer. Denn die hat nämlich das Gift in sich, was wir vorher unserer Natur verabreichen. Und das ist wirklich tödlich für uns. Das Gift einer Vogelspinne macht uns vielleicht ein bisschen schwummrig, vielleicht auch ein bisschen fiebrig, aber töten würde es uns nicht. Die Vogelspinne kriecht wieder in ihrem Kopf zurück.